Er ist das Sinnbild einer ganzen Generation. Er ist der Ort, wo man neue Freundschaften schloss und auf engstem Raum von A nach B reisen konnte. Der City Night Line. Nachtzug der Deutschen Bahn AG. Lange Jahre war er das Rückgrat und die Stütze eines jeden, der abends in der Heimat starten wollte und morgens zum Frühstück in Städten wie Paris, Kopenhagen, Zürich, Rom oder der Bundeshauptstadt Berlin offenbar aufwachen wollte. Was mit dem Beginn der Eisenbahnzeit als neue Mode aufkam. Der Schlafwagenzug findet nun am 10. Dezember 2016 in Deutschland ein jähes Ende. Der City Night Line der Bahn rollt aufs Abstellgleis. Für immer. Als Grund nimmt die Bahn altes Wagenmaterial, Konkurrenz durch die Fernbusse und Billigflieger und dass die Züge mehr Minus als Plus bringen würden. Erlebt mit mir noch einmal die Fahrten im City Night Line durch Deutschland. Begleitet mich auf meiner Reise in ihm von Mannheim bis nach Ostseebad Binz auf Rügen und zahlreichen weiteren Fahrten in oder mit ihm. Doch werfen wir nun erstmal einen kurzen Blick in die Geschichte des City Night Line. 1852 verkehrten die ersten Nachtzüge. Diese bestanden nur aus Sitzwagen. Aufgrund des überraschend guten Geschäfts bescherten sie den Eisenbahnunternehmen einen Zusatzgewinn, sodass die damalige preußische Regierung für jeden ausgefallenen Nachtzug eine Strafe von 100 Talern verlangte. Damals viel Geld. George Knuckle-Makers machte aber erst den Nachtzug richtig salonfähig, indem er die Idee eines Schlafwagens mit frisch bezogenen Betten, Waschgelegenheit und Toilette auf den Weg brachte. 1872 bekam die dafür neu gegründete Compagnie Internationale des Wagonlits, ich kann kein Französisch, kurz CIWL, ihre erste Konzession für den Nachtzug Paris-Nîmes. Aus diesem entstand auch der bis heute legendäre, aber inzwischen eingestellte Orient Express. In den 80er Jahren flammte ein neuer Trend auf, Interrail. Viele junge Menschen konnten für wenig Geld mit dem Zug einen Monat lang quer durch Europa fahren. Um Geld zu sparen, nutzten viele auch die Nachtzüge, welche einen ohne Kosten für Hotel und Übernachtung preisgünstig von einem Land ins nächste brachten oder weite Distanzen wie von Hamburg nach München angenehm machten. Noch während die Bahn privatisiert wurde, erlebten die Nachtzüge ihren größten Boom und hatten ihre größte Ausweitung innerhalb von Deutschland und Europa. Nach und nach wurden immer mehr Verbindungen zusammengelegt oder gestrichen. So gab es früher mehrere Verbindungen von München nach Rom oder von München nach Berlin pro Nacht. Konnte man 2011 noch im City Night Line von München nach Kopenhagen fahren, so war dies 2014 schon nicht mehr möglich. Auch viele beliebte Verbindungen wie der CNL von München nach Berlin-Lichtenberg wurden gestrichen. Bis zum 10. Dezember 2016, wo schlussendlich der City Night Line, der Nachtzug der Deutschen Bahn, komplett eingestellt wurde.
Da der City Nightline mit Kurswagen fährt, muss beim Einstieg immer auf das Zuglaufschild und den Bahnsteigbereich geachtet werden. Sonst landet man statt in Berlin in Prag beispielsweise. Gut verdeutlichen kann man das Kurswagensystem am Hauptbahnhof Frankfurt am Main. Gleis 18 ist für den City Nightline nach München über Stuttgart bestimmt. Gleis 19 für den City Nightline nach Zürich über Karlsruhe. Um 2.49 Uhr fährt CNL 479 aus Hamburg-Altona mit Kurswagen nach Zürich und München auf Gleis 19 ein. Die Kurswagen nach Zürich verbleiben nun in Frankfurt am Main Hauptbahnhof, während jene nach München über Stuttgart abgekuppelt werden. Um mit der Rangierarbeit beginnen zu können, muss immer auf den anderen City Nightline gewartet werden, auch wenn dieser Verspätung hat. Ist er pünktlich, fährt um kurz vor 3 Uhr der CNL 418 aus Amsterdam Zentral mit Kurswagen nach Zürich und München auf Gleis 18 ein. Hier verbleiben die Kurswagen nach Zürich am Bahnsteig. Nun werden die jeweils vorderen Zugteile beider CNL auf das Gleisverfeld des Hauptbahnhofs geführt. Ein Highlight, was die meisten Leute verschlafen. Werden die beiden Zugteile an den jeweils anderen City Nightline wieder angehängt und bilden nun wieder eine vollständige Einheit. Um 3.45 Uhr fährt dann der neu zusammengestellte CNL 478 seinem Ziel München entgegen.
während um 3:49 CNL 418 sein Ziel Zürich weiter entgegenfährt. Ein City Nightline besteht in der Regel aus 3 Sitzwagen, 2 Liegewagen und 2 Schlafwagen. Außerdem fährt noch ein Intercity-Wagen der ältesten Bauart mit, welcher zumeist Abteile besitzt, aber auch Sitzreihen. Außerdem wird noch ein Mehrzweckabteil mitgeführt, in welchem Fahrräder oder Skier transportiert werden können. Dieses Abteil wird auch bei fehlender Auslastung durch Fahrräder gern wegen seiner Größe und Breite von Fahrgästen genutzt, welche einen Schlafsack mitnehmen oder eine Isomatte. Im Sitzwagen finden bis zu 50 Personen Platz. Je nach Linie verkehren mehr oder weniger Sitzwagen mit, die zum regulären Fahrpreis eines Intercity genutzt werden können. Der Liegewagen bietet bis zu 5 Personen Platz und wird gerne auch als gesamtes Abteil gebucht, um mehr Privatsphäre für sich bzw. mit einem weiteren Mitreisenden zu haben. Kopfkissen, Decke und Laken liegen bereit und müssen nur noch aufgezogen werden. Im Gang befindet sich zudem eine Waschmöglichkeit. Das Premium-Produkt vom City Nightline ist der Schlafwagen, den man mit Familie oder Freunden oder für sich ganz alleine buchen kann. Der Schlafwagen ist unterteilt in Economy und Deluxe. Im Economy-Abteil reist man mit bis zu 3 Personen. In jedem Abteil gibt es eine Waschmöglichkeit. Im Gang steht eine Dusche zur Verfügung. Wer Deluxe reisen möchte, muss dafür ein Erste-Klasse-Ticket besitzen. Im Deluxe hat man ein eigenes Bad samt eigener Dusche für sich zur Verfügung. Das Frühstück ist beim Schlafwagen im Preis inbegriffen. Dieses besteht aus einem Brötchen, ein Croissant, Marmelade und Butter, ein Orangensaft und ein Heißgetränk nach Wahl. Wer nicht den Schlafwagen gebucht hat, muss trotzdem nicht verhungern und kann sich ebenfalls das dann extra zu bezahlende Frühstück gönnen. Begleitet mich nun auf der Reise im CNL 470 oder besser gesagt in meinem Fall im IC 61 470 von Mannheim bis Bergen auf Rügen. Seht außerdem am gleichen Abend die Abfahrt des City Nightline von Ostseebad Binz zurück nach Zürich HB, welche bereits seit dem 30. September 2016 Geschichte ist. Beginnen wir unsere Reise am Startbahnhof Mannheim Hauptbahnhof, wo die Blechelse die Ankunft des Zuges ankündigt. Über Frankfurt am Main Süd in den Abschnitten E bis G. Absatz 3.
23:59 Uhr. Zugriff in Leipzig Hauptbahnhof geteilt. Vorsicht bei der Einfahrt. Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Stuttgart und Mannheim wurde noch die spätere Ankunft des Railjet in Mannheim abgewartet, um potenzielle Fahrgäste aus Ulm und Stuttgart aufzunehmen. Nachdem wir nun Mannheim verlassen haben, laufen wir ein wenig durch den Zug. Um wenig später im IC-Abteil wieder angekommen, Schlaf zu finden, welches ein alter Interregio-Wagen der Gattung BIMZ war. Für uns gilt also mit dem BIMZ nach Binz. Nachdem wir Frankfurt am Main Süd verlassen haben, passieren wir Fulda und fahren über das Saaletal der sächsischen Großstadt Leipzig entgegen. In Leipzig angekommen, wird unser Zug geteilt und der hintere Zugteil nach Prag fährt nun über Dresden seinen eigenen Weg. Um dies aber erstmal zu bewerkstelligen, muss unser Zug samt Kurswagen aufs Gleisvorfeld. Nachdem wir nun auf dem Gleisvorfeld angekommen sind, wird der CNL nach Prag mit seiner tschechischen Lok bespannt, um einen weiteren Lokwechsel in Dresden zu vermeiden. Wir fahren nun auch zurück. Oder vielleicht doch nicht. Nachdem das Problem behoben wurde, geht's nun zurück in den Bahnhof. Thank you.
nachdem die Rangierlok vom BR-101 abgehängt wurde und den Bahnhof verlassen hat? Setzt sich unser Zug nun wieder in Bewegung, Berlin und dem Fernziel Ostseebad Binz entgegen. Zwischen Lutherstadt-Wittenberg und Berlin fährt der City Nightline samt IC seine volle Geschwindigkeit von 200 km/h aus und erreicht wenig später den ersten Halt auf Berliner Boden, den Zukunftsbahnhof Berlin-Südkreuz. Nach kurzem Stopp geht es weiter durch den Nord-Süd-Tunnel zum nächsten Halt Berlin Hauptbahnhof. Hier findet ein großer Fahrgastwechsel statt und der Zug leert sich merklich. Frühaufsteher, die an die Ostseeküste oder auf ihre Kreuzfahrt ab Warnemünde wollen, steigen in den Zug. Wir verlassen den Tunnelbahnhof und fahren wenige Minuten später am letzten Halt in Berlin, dem Bahnhof Gesundbrunnen, ein. Hinter Berlin wird erstmal ordentlich gefrühstückt. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ne? Vorher gibt's noch einen Blick in Schlaf- und Liegewagen. Auch die im Zug befindende Dusche wird inspiziert. Unser Zug passiert den Bahnhof Fürstenberg-Havel an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern.
Und nur wenig später erreichen wir den Bahnhof Waren-Müritz. Nach kurzem Aufenthalt fahren wir weiter durch das Mecklenburger Land. Hinter Langhagen zweigt unser Zug ab und umfährt Güstrow, während Regionalzüge dort halten. Auf unserer Fahrt überholen wir auch eine S-Bahn der S-Bahn Rostock auf ihrem Weg nach Warnemünde. Ihr werden wir heute nochmal begegnen. Nun erreichen wir Rostock Hauptbahnhof, wo unser Zug planmäßig die Fahrtrichtung wechselt. Nachdem die BR101, welche den Zug nun bis Ostseebad Binz ziehen wird, angedockt ist, sehen wir nun auch die vorherige S3 nach Warnemünde, welche wir in unserem Zug überholt hatten. Nun setzt sich der Zug langsam aber gemächlich in Bewegung, um kurz hinter Rostock Fahrt aufzunehmen. Dabei sehen wir nun die ganze Pracht des City Night Line. We'll be right back.
passieren außerdem eine Bockmühle und so manch Gegenzug, der auf der eingleisigen Strecke am Kreuzungsbahnhof warten muss. Kurze Zeit später erreichen wir Ribnitzdammgarten West. Weiter geht's nun durch Vorpommern. Kurze Zeit später erreichen wir Stralsund Hauptbahnhof. Nachdem wir Stralsund verlassen, passieren wir den Rügendamm samt wunderbaren Blick auf die Altstadt von Stralsund. Auch auf Rügen passieren uns einige Fernzüge, die gegen Süddeutschland fahren.
Und schneller als gedacht erreichen wir Bergen auf Rügen. Dort endet unsere Reise, da es für mich über Putbus und dem rasenden Roland nach Ostseebad Binz weiterging. Seht aber nun die Bereitstellung jenes City Nightline samt Intercity, mit dem wir von Mannheim nach Bergen auf Rügen gefahren sind, am selben Tag im Bahnhof Ostseebad Binz.
Nachdem wir nun die Ausfahrt aus Binz genießen konnten, widmen wir uns nun den letzten Tagen des City Night Line. Die meisten jener Züge hatten ihre letzten Fahrten von 9. auf den 10. Dezember 2016. Dabei wurden Ziele im Ausland wie Amsterdam oder Prag nicht mehr bedient. Die Züge endeten an den letzten deutschen Bahnhöfen vor der Grenze. Einige letzte Ausreißer wurden vom 10. auf 11. Dezember ebenfalls als City Night Line geführt, führten aber keine Schlaf- und Liegewagen mehr mit. Hier wurden noch einzelne alte Intercity- oder Interregio-Wagen geführt, welche ebenfalls dem Stillstandsmanagement zugeführt wurden. Ein ausführliches Video über die letzten CNL in Stuttgart Hauptbahnhof findet ihr in der Videobeschreibung und der eingeblendeten Infocard. Doch was passiert nun mit dem Nachtverkehr? Die meisten Verbindungen werden von unseren Nachbarn aus Österreich, der ÖBB, übernommen. Mit dem neuen Produkt Nightjet. Dabei starten die meisten Züge abends in Österreich, vornehmlich in Innsbruck oder Wien. Und dann morgens Hamburg oder Düsseldorf zu erreichen. Lediglich der ehemalige City Night Line zwischen Berlin und Zürich bleibt unverändert als ÖBB Nightjet. Nur die Kurswagen nach Dresden und Prag gibt es nicht mehr. Wer von Zürich nach Prag möchte, fährt künftig über Österreich. Auch einzelne neue Nachtverbindungen als Nacht-IC und Nacht-ICE sind seitens der Deutschen Bahn geplant und werden auch umgesetzt. So verkehrt inzwischen ein IC von Hamburg über Bremen, Dortmund, Köln, Koblenz, Karlsruhe und Freiburg nach Basel. Außerdem verkehrt in den Sommermonaten ein IC von München über Stuttgart, Frankfurt am Main, Fulda, Eisenach, Erfurt und Leipzig nach Berlin. Und von Köln geht es über Dortmund, Hamm, Bielefeld, Hannover, Berlin, Pasewalk, Greifswald und Stralsund nach Ostseebad Binz. Ein Umstieg vom Nacht-IC aus München an jenen aus Köln an die Ostseeküste auf Rügen ist in Berlin allerdings nicht möglich. So geht ein weiteres Stück Flexibilität verloren. Ich persönlich habe die CNL das erste Mal in München kennengelernt. Damals fuhren sie noch nach Amsterdam und Kopenhagen. Ebenso war ein Kurswagen nach Moskau angehängt. Ein weiteres Mal dann auf der Anzeige in Stuttgart Hauptbahnhof, wo Fahrten nach Amsterdam und Paris beworben wurden. Das erste richtige Mal dann in Stuttgart Hauptbahnhof mit meiner damals allerersten Kamera, wie all die Aufnahmen zuvor auch.
Danach durfte ich den Zug erst 2016 wieder richtig kennenlernen und habe auch von ihm sehr profitiert und ihn schätzen gelernt. Ich finde es schade, dass der City Nightline eingestellt wurde und die Deutsche Bahn sich aus dem Geschäft zurückgezogen hat. Ich drücke den Österreichern alle Daumen, dass sie ihr Produkt bei uns etablieren können. Denn mit einem strahlend beleuchteten ICE oder Intercity in Sitzposition durch die Nacht zu fahren, ist weit weniger komfortabel, als im Liege- oder Schlafwagen im Rhythmus des Zuges ausgeschlafen am Ziel anzukommen. Nun sind wir am Ende unserer Reise angekommen. Ich würde mich über euer Feedback freuen und was ihr von der Einstellung der City Nightline Züge durch die Deutsche Bahn sowie dem neuen Betreiber ÖBB haltet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.